Hört sich das nicht traumhaft an? Ja, Arbeitszeit runter, Gewinne hoch. Du kannst ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen haben und musst nicht die ganze Zeit arbeiten. Du hast aber viel Freizeit. Ist das nicht der eigentliche Grund, warum wir Unternehmer geworden sind? Ja, wir sehen die tagtägliche Realität. Wir wissen ganz genau, wie viele Unternehmer das schaffen und vor allem, was es braucht. Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Ach, hört sich das nicht traumhaft an? Ja, Arbeitszeit runter, Gewinne hoch. Du kannst ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen haben und musst nicht die ganze Zeit arbeiten. Du hast aber viel Freizeit. Ist das nicht der eigentliche Grund, warum wir Unternehmer geworden sind? Ja, wir sehen die tagtägliche Realität. Wir wissen ganz genau, wie viele Unternehmer das schaffen und vor allem, was es braucht. An dieser Stelle möchte ich dir einfach ein paar Punkte mitgeben, wofür du dich sensibilisieren solltest. Denn ich kann dir sagen, es wird dich Jahre kosten, um diesen Zustand wirklich zu erreichen. Aber am Ende des Tages ist das etwas, wenn du dich auf diese Reise begeben hast, wird es viel, viel einfacher werden, als du dir teilweise vorstellst. Denn die meisten Dinge sind schneller greifbar, als du es momentan noch erahnen kannst. Und deswegen nimm dir einfach hier mal wenigstens ein, zwei Impulse mit, wo du wirklich sagst, alles klar, das habe ich verstanden, da setze ich mich jetzt mal dran und ich probiere es zumindest mal aus. Also, erster Punkt, der extrem wichtig ist, das ganze Thema Outsourcen. Ja, gerade bei den Unternehmern, die wir betreuen, zwischen 5 bis 100 Mitarbeitern, merken wir eine Sache immer wieder. Der Geschäftsführer, mit dem wir arbeiten, ist nicht in der Lage, vernünftig seine Sachen zu delegieren. Weder intern zwischen den Mitarbeitern noch mit externem, das heißt mit Dienstleistern und Unterstützern, die irgendwie in dem Leistungserbringungsprozess eingebunden werden. Und wenn du schon merkst, wie schlecht dort teilweise die Kommunikation ist und ja, wie die Leute sich auch teilweise im Weg stehen, dann verstehst du auch, warum die Leute sagen, naja, das mache ich lieber schnell selbst. Oder mein Lieblingssatz, wenn du willst, dass es gut wird, dann mach es auf jeden Fall selbst. Kompletter Schwachsinn. Das zeigt einfach nur, dass du noch keine Ahnung hast, wie du sauber kommunizieren musst und vor allem, wie du strukturiert Aufgaben abgehst. Outsourcen ist der mit Abstand wichtigste Schlüssel und der wichtigste Skill, das heißt die wichtigste Fähigkeit, die du beherrschen musst. Erst würdest du einfache Aufgaben und kleine Themengebiete abgeben, dann irgendwann lagerst du komplette Prozesse aus, dann irgendwann komplette Strukturen, irgendwann komplette Unternehmenszweige und irgendwann, ja, lagerst du dein komplettes Unternehmen aus. Das heißt, du siehst, je besser du wirst in der Formulierung, in den entsprechenden Themen, desto entspannter wird dein Leben auch. Das heißt, nochmal, überprüfe, welche Tätigkeiten musst du unbedingt selber wirklich machen und an welcher Stelle kannst du entsprechend schon dafür sorgen, dass diese Themen von deinem Schreibtisch verschwinden. Ich kann dir versprechen, je besser deine Fähigkeit ist, je weniger Nachfragen kommen, je besser die Qualität ist der Sachen, die du zurückbekommst, desto schneller wird dein Terminkalender sich auch entsprechend entspannen. Der nächste Part ist das ganze Thema finanzielle Sicherheit. Auch hier einfach mal eine Faustformel, die die meisten Unternehmer gar nicht so richtig auf der Pfanne haben. Du solltest mindestens für die nächsten 3 bis 6 Monate Cash haben, wenn du alle Maßnahmen komplett kappst und auf Null zurückfährst. Ja, auch hier nochmal kleiner Exkurs in die BWL. Fixkosten, variable Kosten, all das, was du beeinflussen kannst. Fixkosten, das, wo du nicht einfach einen Strich ziehen kannst. Ja, also Leasing, Löhne, Gehälter, etc. Meistens Dinge, die du nicht so von einem Tag auf den nächsten ausknipsen kannst. Werbeausgaben hingeben, da kannst du meist schon relativ viel drehen. Das heißt, auch hier gilt es ganz entspannt mal sich ranzusetzen und zu gucken, wenn du jetzt alle variablen Themen wegnehmen würdest, wie lange würdest du eigentlich noch damit hinkommen? Und wenn du dann wenigstens absolut Minimum bei 3 Monaten liegst, dann ist es schon mal gut. Wenn du bei 6 Monaten liegst, umso besser. Ziel soll es sein, alles, was über 6 Monate ist, wieder in das Wachstum des Unternehmens zu investieren. Ja, das hört sich vielleicht nicht ganz so konservativ an, wie es in der alten Managementlehre war, aber alles über 6 Monaten macht einfach in dem eigenen Unternehmen am allermeisten Sinn. Deswegen überprüfe einfach, wie hoch ist dein Cashbestand. Je mehr du dort zur Verfügung hast, desto besser. Es wird dich zum einen davor bewahren, dass du jemals in wirkliche Schräglage kommst, aber zum anderen wirst du auch automatisch mit diesem Polster dir immer eine Unzufriedenheit aufbauen. Denn eins kann ich dir auch sagen, wenn du eine vernünftige Kontenstruktur hast und genau deine Unternehmensgelder auch entsprechend sauber aufteilst, wirst du dramatisch mehr verdienen. Weil du immer diesen Gedanken im Kopf hast, Mensch, eigentlich habe ich ja gar nicht so viel auf dem Konto, wie ich bräuchte. Und das Geld, was du auf dem anderen Häufchen dort entsprechend aufbaust, das siehst du nicht. Das ist komplett raus aus deiner Wahrnehmung. Und das ist auch gut so, denn je weniger du dich mit diesen Themen beschäftigst, desto besser für dich.
Also auch hier finanzielle Freiheit, finanzielle Sicherheit zu schaffen, indem du einfach regelmäßig einen ordentlichen Betrag zur Seite schiebst und dass du aber weißt, wenn es hart auf hart kommt, keine neuen Auftragseingänge, gar nichts, nur aus deinem bestehenden Potenzial zu arbeiten. 3 bis 6 Monate sollte das in etwa laufen, damit du einfach hier genügend Sicherheit und auch Freiheit hast. Ganz, ganz wichtiger Part ist natürlich immer das Thema Bildung und Weiterentwicklung. Das gilt vor allem auf 2 Ebenen. Die eine Ebene ist natürlich, dass du dich selber immer weiterentwickelst und weiterbildest und natürlich auch versuchst rauszubekommen, was hemmt dich im Moment. Also sind es Dinge, die irgendwie in der Kommunikation sind, ist es Verhandlungsgeschick, ist es ein Führungsthema, sind es Prozessthemen, was ist es eigentlich, was dich momentan ja ein Stück weit von deinem Wachstum abhält und dafür sorgt, dass du nicht in der Geschwindigkeit vorankommst, wie du es dir vielleicht vorstellst oder wünschst. Wenn du das entsprechend sauber beleuchtest, wirst du relativ schnell sehen, hey, dieses Wissen kann ich mir einkaufen. Und wenn du es selbst erworben hast, dann solltest du prüfen, wer aus deinem Team muss in die Lage versetzt werden, genau an diesen Themen zu arbeiten. Denn auch hier wird sich wieder eine Sache zeigen. Wenn dein Team das weiß, wirst du dramatisch besser werden. Also teile und herrsche gilt auch hier. Nutze einfach das Wissen für dich selbst, entwickel dich weiter. Und auf der anderen Seite gib aber auch genau diese Impulse an dein Team weiter. Sorge dafür, dass sie unterstützt werden. Und dann wirst du einen Sprung nach vorne haben, vor allem was deine Freizeit angeht. Der nächste Part, den ich persönlich natürlich extrem wichtig finde, sowohl für mich als auch für die Unternehmer, ist das ganze Thema Work-Life-Balance. Ja, nochmal, ja, ich komme aus einer 100-Stunden-Woche. Ja, es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich 100 Stunden die Woche gearbeitet habe, habe relativ viel Sport noch gemacht, 7 Tage die Woche und ich habe nur 2 Stunden am Tag geschlafen. Ich weiß also, was du alles falsch machen musst, um dich entsprechend an die körperliche und mentale absolute Grenze zu bringen. Eins kann ich dir sagen aus dieser Reise, ich hätte es mir gerne erspart, nur rückwirkend kann ich dankbar sein, denn ohne diese Erfahrung hätte ich mein aktuelles Thema in der Form so niemals so ernst genommen, würde es auch nicht so lange verfolgen. Das heißt, alle Unternehmer, die ich jemals kennengelernt habe, die wirklich vollends zufrieden sind, die haben es geschafft, in allen Lebensbereichen sich sauber aufzustellen. Und das funktioniert halt einfach nicht, wenn du zwar sehr vermögend bist, aber deine Gesundheit dafür komplett über den Jordan geschickt hast. Es funktioniert nicht, wenn du keine Beziehung hast und niemanden hast, mit dem du das teilen kannst. Und auf der anderen Seite musst du auch immer die Frage stellen, wenn du nur Gesundheit und Beziehung hast, naja, macht es nicht vielleicht Sinn im Bereich Unternehmertum ein bisschen mehr Gas zu geben? Also überprüfe einfach, welche Lebensphase hast du gerade, welcher Lebensbereich hat gerade welchen Ausschlag? Und dann leg dich da einfach fest. Und genau dabei helfen wir auch den Unternehmern, immer die richtige Struktur auch zu haben, um all diese Dinge unter einen Hut zu bekommen. Das Wachstum, das bestimmst du dadurch komplett alleine. Das heißt, überhaupt erstmal sich dafür zu sensibilisieren und die Frage aufkommen zu lassen, naja, wie ausgeglichen bin ich eigentlich? Also habe ich jetzt das geschafft, was ich mir vorstelle? Und wenn das nicht der Fall ist, naja, dann sollte ich mich vielleicht nochmal mit den Themen beschäftigen. Der nächste Part ist das ganze Thema Vision und Ziel. Wenn du mich schon ein bisschen länger kennst, dann weißt du, für mich ist der perfekte Unternehmertag das, worüber ich auch mein Buch geschrieben habe, die eierlegende Wollmilchsau zur Freiheit. Warum? Weil es dir eine ganz klare Struktur gibt, es gibt dir einen ganz klaren Fahrplan und es wird einfach dafür sorgen, dass du dich immer wieder dieser Reise auch unterwirfst. Natürlich ist es anstrengend und natürlich kostet es sich Kraft und Energie. Ansonsten würden es nicht so wenig Leute schaffen. Ja, wenn es so easy wäre, das einfach mal so zu machen und alles hinzubekommen, dann würden es auch viel, viel mehr Leute schaffen. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Aber, und das ist das Schöne dabei, wenn du genau weißt, wo du hin willst, wenn das für dich absolut sonnenklar ist, wenn du nicht nur ein Gefühl hast, sondern es auch wirklich nachvollziehen und messen kannst, dann wirst du diese Dinge auch viel, viel schneller erreichen können. Du musst nur wissen, wie viel bist du bereit dafür zu geben. Und mit dem entsprechenden Betrag ins Casino zu gehen und auf den und den Bereich entsprechend zu wetten und dann sich auch klar zu machen, was die Konsequenz ist, dann kannst du immer das Spiel führen. Aber die meisten spielen einfach und gucken immer wieder und immer wieder und dann klappt es mal hier nicht, klappt es mal da, nimmt mal die Gewinne mit. Es gibt so viele Faktoren, die irgendwie Einfluss auf deine unternehmerische Reise haben. Eine klare Empfehlung an dich an dieser Stelle ist, habe ein klares Ziel, habe eine klare Vision. Wenn du genau weißt, wo du hin willst, wenn dir absolut klar ist, wie du das erreichen kannst, dann ist es nämlich nur ein Abarbeiten. Den allermeisten Menschen fehlt es schon
an diesem ersten Teilschritt, das heißt, genau definieren zu können, wo wollen sie einfach hin. Deswegen nochmal klare Empfehlung an dieser Stelle, geh auf Podcast-Folge 500 und schau dir das an. Diesen Punkt möchte ich noch einmal verdeutlichen, das möchte ich noch einmal besonders hervorheben. Wenn du die Dinge vom Ende her startest, wird es für dich viel leichter sein, das zu sehen, was du dafür brauchst, statt dass du von deiner aktuellen Situation in die Zukunft planst. Deswegen tu dir selbst einen Gefallen, geh nochmal auf reikane.de/500, nutze dieses Werkzeug und du wirst relativ schnell verstehen, was zu tun ist. Und jetzt weiter am Text. Klar, jetzt hast du ein paar Punkte dir mitgenommen und hast gesagt, Mensch, Reik, jetzt weiß ich im Grunde nochmal, was du meinst. Ich konnte ein paar dieser Punkte mir auf jeden Fall mitnehmen und jetzt kann ich wirklich loslegen. Naja, das kannst du auch. Nur eine Sache soll dir bitte dabei absolut bewusst sein. Es wird Ausnahmen geben. Und ich kann es dir jetzt einfach schon bestätigen. Völlig egal, wie gut, wie diszipliniert, wie strebsam du bist. Es wird einfach Ausnahmen geben. Du wirst immer wieder geprüft werden. Du wirst immer wieder von neuen Herausforderungen gestellt werden, die einfach wissen wollen, bist du wirklich in der Lage, das 1:1 durchzuziehen. Und ich kann dir eins sagen. Solange du weißt, was eine Ausnahme ist und was der Regelfall ist, kannst du den Weg auch durchziehen. Denn eine 30-Tage-Challenge in 32 Tagen zu machen, ist besser, als am 29. Tag abzubrechen. So, das heißt, sei dir einfach im Klaren darüber. Ja, es wird Ausnahmesituationen geben und ja, es wird nicht immer leicht werden und ja, du musst zur Routine zurückkehren. Aber solange du das verstehst, dass die Kultivierung einer Routine vor allem damit zu tun hat, dass du diesen Ausnahmesituationen standhältst, dann hast du schon extrem viel erreicht. Das heißt, ja, es kann auch mal Tage geben, wo du mehr arbeitest. Solange du verstehst, dass du dir die Zeit auf anderer Seite zurückholst, haben doch alle gewonnen. Ja? Wenn du meinst, ich muss jetzt diesen Tag durchziehen und es geht nicht anders, dann ist es okay, dann musst du auch nicht den Stift fallen lassen. Aber es muss die Ausnahme sein. Hast du diese Ausnahme nicht verstanden, wird es unmöglich für dich, diesen Weg weiterzugehen. Also überprüfe an dieser Stelle einfach mal für dich, wie hast du deine Prioritäten entsprechend gesetzt, wie sehen deine Routinen auch aus und lassen deine Routinen es überhaupt zu, dass du dich weiterentwickelst und dass du neue Dinge ausprägst. Wenn deine Routinen dich in den alten Mustern und Schemen festhalten, dann wird es wahnsinnig schwer für dich werden und wahrscheinlich auch nahezu unmöglich, diese Ketten, die dich momentan zurückhalten, auch wirklich zu sprengen. Deswegen fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, gib Aufgaben ab. Zweitens, nutze den Ausgleich für dich. Und drittens, bleib in Routinen. Denn nur Routinen werden dir überhaupt die Chance geben, dass du insgesamt einen massiven Sprung nach vorne machst. Wenn du jetzt sagst, Reik, alles klar, habe ich verstanden, ja, Punkt 3 ist für mich der wertvollste oder nein, bei mir war es Punkt 1, super, dann lass uns die Sachen doch jetzt umsetzen. Lass uns dafür sorgen, dass du ganz genau weißt, mit welcher Methode deine Arbeitszeit reduzierst und gleichzeitig deine Gewinne steigerst. Lass uns deinen persönlichen Trainingsplan entwickeln, mit dem es für dich möglich ist, ja, genau das zu erreichen, weniger zu arbeiten und dennoch mehr Gewinn zu haben. Geh einfach auf reikane.de/print-report, hol dir kostenfrei dein Exemplar und dann können wir schon bald mit der Zusammenarbeit starten.